Artischockenböden, die Brat 4 Portionen, ca. 1405 kJ, 335 kcal, 12 Artischockenböden aus dem Glas, eine kleine Dose Miesmuschel Nature, 225 Gramm, 200 Gramm frische, geschältes Campi, 100 Gramm delikates Mayonnaise, 3 Esslöffel Grämefreiche, Zitronensaft, eine Prise Zucker, einige Tropfen Worcestersauce, 1 Esslöffel Cognac oder Weinbrand, Cayennepfeffer, 4 Radieschen, ein grünes Lauchblatt, einige stengelglatte Petersilie. Artischockenböden abtropfen lassen und je 3 zusammen auf einem Servierteller anrichten. Die Muscheln ebenfalls abtropfen lassen und mit dem Scampi vermischen. Mayonnaise und Cremefreiche zu einer glatten Masse verrühren und mit Zitronensaft, Zucker, Worcestersauce, Cognac oder Weinbrand und Cayennepfeffer sehr pikant abschmecken. Muscheln und Scampi unter die Mayonnaise ziehen, alles in die Artischockenböden füllen. Die Radieschen putzen, waschen und zur Rosette schneiden. Aus dem gewaschenen Lauchblatt Romben schneiden. Petersilie abspielen, trocken schwenken, die Blätter von den großen Mittelstielen abzupfen. Jeden Teller mit einer Radieschenrosette, um die der Lauchblattartig angerichtet wird, und Petersiliensträußchen garnieren. Dazu ofenfrische, in Scheiben geschnittene Baguette und einen trockenen Weißwein oder trockenen Sekt servieren. Feigen mit Pfefferbutter 4 Portionen ca. 1270 kJ, 305 kcal, 8 frische grüne oder blaue Feigen, 100 Gramm weiche Butter, ein kleines Eigelb, eine kräftige Prise Salz, 2 Esslöffel ein, gelegte Pfefferkörner aus dem Glas, einige Tropfen Cognac oder Weinbrand, 16 kleine Weinblätter. Feigen unter fließendem Wasser abspülen, mit einem Küchentuch abtrocknen und für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank legen. In der Zwischenzeit die Butter schaumig rühren, dann zuerst das Eigelb, nach und nach das Salz, die zuvor abgetropften, zerdrückten Pfefferkörner und Cognac oder Weinbrand nach Geschmack zufügen. Alles gründlich miteinander verrühren, bis die Butter ganz geschmeidig ist. Die Butter in einen Spritzbeutel mit Sternhülle füllen, 4 Stücke Alufolie zuschneiden, die Butter in je 2 gleich großen Rosetten darauf spritzen, die Folie oben locker falzen und die Butterpäckchen ins Gefrierfach stellen. Die Weinblätter 2 Sekunden in kochendem Salzwasser blanchieren, in kaltem Wasser abschrecken, abtropfen lassen und mit Haushaltspapier trocken tupfen. Je 4 Weinblätter mit den Spitzen nach außen auf 4 Portionenstellern anrichten. Die Feigen halbieren und sternförmig auf die Blätter legen. Mit je 2 Butterrosetten garnieren. Die Feigen mit frisch getoastetem, warmem Weißbrot und kühlem, trockenem Sekt oder einem halbtrockenen Rosé servieren. Variation: Frische Feigen haben bei uns nur wenige Wochen Saison. Sie können darum auch auf Feigen aus der Dose zurückgreifen. Diese sind allerdings meist sehr viel kleiner als frische, darum sollten Sie für jede Person 6 bis 8 Früchte rechnen. Die abgetropften Feigen mit 1:0 Wodka oder weißem Rum übergießen, gut verschlossen über Nacht im Kühlschrank durchziehen lassen. Erst kurz vor dem Servieren anrichten, dabei jedoch im Ganzen lassen. Der Feigensirup aus der Dose ist mit Sekt oder Bitterlemon vermischt ein erfrischender Longdrink. Oder man mischt 2 Esslöffel Saft mit 4 cl eiskaltem Wodka und serviert diesen Cocktail als Aperitif. Tornitos e la Rossini 4 Portionen ca. 1320 kJ, 315 kcal, 4 Tornitos, aus dem Rinderfilet, von je ca. 100 Gramm, grob geschroteter schwarzer Pfeffer, 40 Gramm Butterschmalz, 4 Schalotten, 4 cl Cognac oder Weinbrand. Salz, eine Prise getrockneter Estragon, A1 Madeira Wein, 80 Gramm getrüffelte Gänseleberpastete. Tornitos mit Rouladengarn rund binden, mit Pfeffer einreiben, den Pfeffer mit dem Handballen kräftig in das Fleisch einmassieren. Schalotten schälen und sehr fein hacken. Butterschmalz in einer großen, schweren Pfanne rauchheiß werden lassen. Die Schalotten hineingeben, nur einige Sekunden braten, dann an die Seite schieben. Die Tornitos auf jeder Seite 3 bis 4 Minuten braten. Den Cognac oder Weinbrand in einer Kelle erwärmen, über das Fleisch gießen, anzünden und ausbrennen lassen. Die Tornitos aus der Pfanne nehmen, leicht salzen und warm stellen.
Estragon in die Pfanne geben, den Bratsatz mit Madeira-Wein ablöschen und unterrühren, alles um die Hälfte einkochen. Gänseleberpastete in vier gleich starke Scheiben schneiden. Die Tournedos auf vorgewärmten Tellern anrichten, mit der Soße umgießen und mit je einer Scheibe Gänseleberpastete belegen. Dazu Stangen Spargel, Möhren, Brokkoli und Herzogin-Kartoffeln, siehe Seite 118, oder frische Baguette servieren. Als Getränk einen vollmundigen Rotwein reichen. Tipp: Ganz stilecht werden die Tournedos übrigens mit Scheiben von echter Gänsestopfleber und frischen Trüffeln belegt. Hinweis: Übrigens war Gioacchino Rossini nicht nur ein großer Opernkomponist, sondern ein ebenso berühmter Feinschmecker und begeisterter Koch. Die Tournedos Ella Rossini hat allerdings nicht er erfunden, sondern ein unbekannter Meisterkoch. Rossini hingegen war stolz auf einen von ihm kreierten Trüffelsalat, Hasenfilets, Mürza, 4 Portionen ca. 2535 kJ, 605 kcal, die Hasenrücken wenn nötig häuten und die Filets aus den Knochen lösen. Die geschälte Zwiebel mit dem Lorbeerblatt und den Elben spicken. Die Wacholderbeeren zerdrücken. Beides zusammen mit den Filets in eine ovale Schüssel legen und mit dem Rotwein übergießen. Die Filets zugedeckt eine Stunde beizehen. Dabei häufig wenden. Die Rückenknochen zerkleinern. Das Suppengrün putzen, waschen und grob hacken. Das Öl in einem Topf erhitzen, Knochen und Suppengrün darin unterrühren, anrösten, bis das Suppengrün braun ist. Dann mit Fleischbrühe aufgießen und zugedeckt eine Stunde köcheln lassen. Die Hasenfilets aus der Beize nehmen und die Beize zu den Knochen gießen. Nun alles im offenen Topf bei starker Hitze noch so lange weiterkochen lassen, bis die Flüssigkeit um die Hälfte reduziert ist. Die Hasenfilets mit Pfeffer kräftig einreiben und in 40 Gramm erhitzter Butter 10 Minuten rundherum braten. Dann erst salzen und warm stellen. Während das Fleisch brät, die Äpfel schälen und mit einem Apfelausstecher entkernen. Jeden Apfel in 8 gleichmäßig dicke Scheiben schneiden und in 40 Gramm Butter auf beiden Seiten goldbraun braten. Den Schmorfond durch ein Sieb in einen kleinen Stieltopf gießen, mit der Sahne vermischen und einmal aufkochen lassen. Dann vom Herd ziehen und die restliche Butter in kleinen Flöckchen mit einer Gabel einschwenken. Erst ganz zum Schluss die leicht zerdrückten Pfefferkörner zufügen. Falscher Hase für 4 Personen 2 dünne Möhren mittlerer Punkt Salz mittlerer Punkt 3 Schalotten mittlerer Punkt 800 Gramm gemischtes Hackfleisch mittlerer Punkt 1 TL Senf mittlerer Punkt Pfeffer mittlerer Punkt 1 bis 2 rohe Eier mittlerer Punkt 2 bis 3 Ehesembrösel mittlerer Punkt 2 hart gekochte Eier mittlerer Punkt 2 bis 3 Ehepflanzenöl Möhren schälen. In kochendem Salzwasser 30 Sekunden blanchieren, herausnehmen, abschrecken, abtropfen lassen. Die Schalotten schälen, fein hacken. Hackfleisch, Schalotten, Senf, Salz, Pfeffer, Eier, Semmelbrösel zum Fleischteig verarbeiten. Gut ein Drittel davon abnehmen, zur ovalen Kugel formen und auf einer mit wenig Semmelbröseln bestreuten Arbeitsfläche flach drücken. Die gekochten Eier pellen und hintereinander mittig auf das Hackfleisch legen, rechts und links davon je eine blanchierte Möhre platzieren. Restlichen Hackfleischteig darauf geben, leicht andrücken und die Ränder gut verstreichen, so dass man keine Nahtstelle mehr sehen kann. Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Celsius Umluft 45 bis 60 Minuten garen und dabei mehrfach mit wenig Öl einstreichen. Speckeier in Senfsoße für 4 Personen 600 Gramm festkochende Kartoffeln mittlerer Punkt Salz mittlerer Punkt 2 El Butter mittlerer Punkt 11-2 El Mehl mittlerer Punkt ca. 350 ml Gemüsebrühe mittlerer Punkt 150 ml Sahne mittlerer Punkt 2 bis 3 El mittelscharfer Senf mittlerer Punkt Pfeffer mittlerer Punkt 1 Prise Zucker mittlerer Punkt 8 Eier mittlerer Punkt 1-2 Stange Lauch mittlerer Punkt 8 Scheiben Frühstücksspeck mittlerer Punkt 1 TL Pflanzenöl 1 L frisch gehackte Petersilie Kartoffeln schälen, waschen, längs in Spalten schneiden und in Salzwasser ca. 20 Minuten garen. Für die Soße Butter schmelzen, mit Mais bestäuben, kurz anschwitzen.
Brühe unterrühren, angießen und zehn Minuten leise köcheln lassen. Sahne und Senf einrühren, mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. Eier hart kochen und schälen. Lauch waschen, putzen und in feine Ringe schneiden. In zwei Gemüsebrühe weich dünsten. Speck in einer weiteren Pfanne in heißer Öl knusprig braten, um die Eier wickeln. Senfsoße auf 4 Teller geben, je 2 Speckeier darauf setzen und mit dem Lauch Bestreuerkartoffeln dazulegen. Mit Petersilie garniert servieren. Gekochte Eier mit grüner Soße für 4 Personen 8 Eier mittlerer Punkt, 1 Schalotte mittlerer Punkt, 2 Handvoll frische Kräuter, z.B. Schnittlauch, Petersilie, Kresse, Kerbel, Boretsch, Sauerampfer, Pimpinelle, mittlerer Punkt 3 Ehepflanzenöl mittlerer Punkt 1 TL scharfer Senf mittlerer Punkt 150 Gramm Joghurt mittlerer Punkt 250 Gramm saure Sahne mittlerer Punkt Zitronensaft mittlerer Punkt Salz mittlerer Punkt Pfeffer, frisch gemahlen Eier hart kochen, 2 davon mit einer Gabel fein zerdrücken oder durch ein Sieb streichen. Schalotte fein hacken. Kräuter mit einem Wiegemesser sehr fein hacken. Öl mit der Schalotte, Senf, Joghurt und Sahne verrühren, Ei und die Kräuter untermengen. Mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. Die restlichen Eier halbieren und jeweils 3 Hälften mit der Soße auf Tellern anrichten. Dazu passen Salzkartoffeln oder Kartoffelstampf. Herzhaft vegetarisch, die Gemüseküche ist vielseitig. Doch manchmal sehnen sich Vegetarier nach einem echt herzhaften Geschmackserlebnis. Zum Glück gibt es auch dafür viele Fleischalternativen. Tofu 1000 Sasa mit Tradition. Das bekannteste Sojaerzeugnis ist immer noch Tofu, in China wird er seit 4000 Jahren hergestellt. Er wird aus Sojabohnen gewonnen, und zwar in einem aufwendigen Verfahren, das der Käseherstellung ähnelt. Auch in fester Beschaffenheit ist Tofu recht weich. Betrachten Sie ihn nicht als Fleischimitat, sondern als Lebensmittel mit eigenem Charakter. Krossgebratene Tofuwürfel petten beispielsweise jede Gemüsepfanne auf. Pur ist Tofu nahezu geschmacksneutral. Deshalb eignet er sich perfekt zu marinieren und würzen. Gut für die schnelle Küche sind Tofu-Varianten, die bereits aromatisch verfeinert sind, etwa der Räuchertofu von Alnatura. Sie erhöhen Früchte und Getreide in neuer Form. Was den Fleischgeschmack ausmacht, ist das herzhaft würzige Aroma, aber auch die bissfest saftige Konsistenz. Dem kommt Seitan sehr nah, der eine deutlich fleischähnlichere Konsistenz hat als etwa Tofu. Er besteht hauptsächlich aus Weizenprotein. Alnatura verwendet Seitan für Würstchen, die bekommen so richtig Biss. Tipp: Vegetarische Würstchen lassen sich anbraten und warm genießen. Einige eignen sich kalt auch prima als Snack für unterwegs, als Veggie-Salat nie ebenfalls mit ihrer fleischartigen Beschaffenheit. Sojaschnetzel. In der Tüte sehen die Schnetzel noch unscheinbar aus. Lässt man sie 5 bis 10 Minuten in Gemüsebrühe oder Wasser aufquellen, wachsen sie auf die dreifache Größe an. In Lasagne oder Spaghetti-Sauce geht Sojageschnetzeltes locker als Hackfleisch durch. Tatsächlich drin steckt aber nur entfettetes Sojamehl. Dieses wird unter starker Hitzezufuhr gepresst, wobei es mit dem Nachlassen des Rhabarberdörtchen mit selbstgemachtem Vanilleeis servieren Sie als süßen Abschluss zum Osterbrunch. Diese Törtchen mit Mandelcreme, fruchtigem Rhabarber und sanigem Vanilleeis 1 und so wird's gemacht. 11.111.131 Minmehl, Backpulver, Vanillezucker, Agavensüße, zimmerwarmes Kokosöl, die Prise Salz und Wasser vermengen, in mittlerer Punkt Klarsichtfolie einpacken und 20 Minuten ruhen lassen. 2 Den Rhabarber abziehen und in kleine Stücke schneiden. Mit der Hälfte des Rohrohrzuckers in einem Topf andünsten und mittlerer Punkt mit Orangensaft ablöschen. Einkochen lassen, bis kaum mehr Flüssigkeit vorhanden ist. Zum Abkühlen beiseite stellen, 3. Zitronenschale zugeben und kurz aufschlagen. Mit Zimmer für den Belag Milch und Mandelmus verrühren und kurz erwärmen. Agavensüße, Vanillezucker, Salz und abgeriebene warmem Kokosöl, Mehl,
Feingehackten Mandeln und Backpulver vermischen, vierter Tortelettformen, Durchmesser 12 cm, legen und mit einer Dinteigvierteln und auf bemehlter Fläche vier Kreise mit je 15 cm Durchmesser ausrollen. In ausgebutterte, bemehlte Garbe mehrmals einstechen. Die Mandelmasse auf die Formchen aufteilen. Rhabarberstücke, ohne Saft, mittig auf der Mandelmasse verteilen und mit dem restlichen Rohrzucker bestreuen. Im heißen Backofen bei 200 Grad 25 Minuten backen. Mit einer Kugel Vanilleeis servieren.